Meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Engeladum. Ja, seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Engeladum. Es ist soweit. Eine Null prangt an meiner Wand. Der Countdown ist vorüber. Viva la Waldorf ist online. Ein Jahr Arbeit hat es gedauert, Viva la Waldorf zu drehen, zu schneiden, zu planen und zu erstellen, in Wege zu leiten. Jetzt ist es soweit. Jetzt ist es an der Zeit, die Früchte von einem Jahr Arbeit zu ernten. Ja, ich hoffe, wird einige schöne Kommentare geben und ja, ich freue mich auf euer Feedback, um es so auszudrücken, und ja, freue mich zu hören, wie es euch gefallen hat. Ab heute, den 23.07.2017, auf Zwergenfürst LP um 14 Uhr. Ja, und dafür gibt es sogar schon ein Merchandise, hier mal eingeblendet. Ich habe ein neues Hobby gefunden, ja, das Erstellen von Merchandise. Und ja, da erstelle ich jetzt in meiner Freizeit immer so ein paar Logos und ja, für die Freunde der Null, für die Freunde von Viva la Waldorf, dem Film, die können sich jetzt auch das Merchandise zum Film anlegen. Ja, Link ist hier mal hingeschrieben. Da habt ihr jetzt einen Link, den könnt ihr einfach abtippen und kommt da auf meinen Shop. Dann könnt ihr euch den Viva la Waldorf Merch besorgen, wenn ihr Geld und Lust dazu habt. Ich kann schon mal im Voraus sagen, bevor ich hier Hate einkassiere, ich verdiene dadurch kein Geld. Das Geld geht alles an Spreadshirt. Die Preise sind auch von Spreadshirt bestimmt und ja, von mir stammen lediglich die Motive, die Designs und die Idee, dass jemand Merch tragen könnte. Auch nochmal in der Kanalbeschreibung, nein, in der Videobeschreibung hier verlinkt. Könnt ihr mal öffnen und mal nachgucken. Da ist dann noch ein Link dort. Könnt ihr dann draufklicken und dann kommt ihr auch nochmal zum Shop. Ansonsten in der Endcard ist es auch nochmal verlinkt. Also ihr findet da schon hin. Ansonsten, das Video müsste auch jetzt in der Infobox irgendwo hier verlinkt sein. Also Viva la Waldorf, da gibt es eine ganze Playlist mittlerweile mit 2 Trailern drin, nein, 3 sogar schon, 3 Trailern dazu, und da wird in Zukunft hoffentlich vielleicht noch ein paar Videos folgen, ein paar Outtakes würde ich noch schneiden, und ja, vielleicht kriege ich auch noch ein paar hübsche Videos hin, wie ein Set Locating. So ein bisschen eine Tour durch die Schule, durch die Sets, an denen ich gedreht habe. War ja nicht nur in der Schule. Ansonsten, gehabt euch wohl, habt noch einen angenehmen, fröstlichen Tag. Haut Renner. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.